Hallo Leute, mein Name ist Martin Grow, herzlich willkommen zu meinem neuen Figuren-Review-Video. Heute gibt es Rhino. Das Ganze natürlich aus der Elite-Serie und hier das erste Mal eine Rhino-Figur von Mattel. Außerdem auch das erste Mal, dass der SmackDown Tag Team Titel bei einer Figur mit dabei ist. Also eigentlich schon mal so weit sehr überzeugend, um das Ding auch zu kaufen. Falls ihr euch das kaufen wollt, gibt es dazu natürlich wie immer den Link in der Videobeschreibung zum Wrestling-Figuren-Shop. Denkt dran, mit dem Gutscheincode Martin bekommst du 10% Rabatt, also nicht vergessen. Und jetzt packen wir den guten einfach mal aus. Vorher nochmal ein kurzer Blick hier auf die Hülle. Wir haben an der Seite, an beiden Seiten und an der Rückseite auch natürlich das Bild von ihm. Generell gibt es aber keine Statistiken oder so mehr auf den Verpackungen. Das ist ein bisschen schade, das fand ich eigentlich immer ziemlich cool. Gerade auch von welchem Datum die Klamotten sind, die die Figur halt gerade anhat. Aber naja, man kann ja nicht alles kriegen, ne? Erneut gibt es hier wieder eine dieser Stehdinger mit so einem Bild im Hintergrund. Naja, wer es braucht? Ich brauch's. Nö. So, und das ist die Figur hier ausgepackt und schon mal vorweg. Ich bin nicht so krass begeistert von dieser Rhino-Figur. Ich meine, es ist das erste Mal und höchstwahrscheinlich auch das einzige Mal, dass Rhino eine Elite-Figur bekommt. Von daher sollten wir zufrieden sein, aber da hätte man auf jeden Fall ein bisschen besser arbeiten können, gerade für eine Elite. Klar, wir haben zwar alle Elite-Artikulationen, die es halt so gibt, also die Figur ist halt beweglicher als in der Basic-Form, aber naja, also wir fangen natürlich erstmal mit dem Gesicht an. An sich schon mal von vorne sieht es kaum aus wie Rhino, muss ich sagen. Von der Seite schon wieder eher. Ich weiß nicht, warum die das jedes Mal so hinkriegen, dass die Figuren von der Seite aussehen wie die Wrestler und von vorne irgendwie nicht so ganz. Also es ist okay, aber es weiß nicht. Ich glaube, das hätte man besser machen können. Die Haare sind in Ordnung, finde ich. Das ist gut so. Auch, dass hier einfach mal die Ohren auf beiden Seiten mit durchgucken, ist auch ganz cool gemacht. Die Klamotten sind auch super. Das heißt, dieser schwarze Ringeanzug hier mit der blau-silbernen Aufschrift Rhino. Hier am Rand auch noch Gore am Start. Ja, hier hinten noch das R für Rhino und hier noch so ein Spinnenwebe mit einem Totkopf drin. Spinnenwebe haben wir hier natürlich auch. Sein Ellbogen-Tattoo, das kennt man ja. Auf der anderen Seite gibt es den Stern. Also von der Seite her hat da Mattel schon, was die Tattoos angeht, gut gearbeitet. Und ja, generell auch vom Körperbau her ist es vom Körper okay. Also Beine sind okay, die sind extrem bullig. Wir haben hier auch die Schuhe mit am Start. Keine Kneepads. Sieht ein bisschen aus wie die Beine von Big E, wenn man es genau nimmt. Ja, okay. Soweit okay. Aber was ich richtig schlimm finde, sind die Schultern. Guckt euch mal das an. Das sieht richtig krank aus. Die Arme sind so weit draußen dran gebaut. Irgendwie, es sieht extrem eigenartig aus mit diesen Schultern, die so weit rausgebaut sind. Diese riesen Schulterkugeln hier, die an der Figur dran sind, die gibt es bei sonst keiner Figur. Also ich greife jetzt hier mal blind Finn Balor und guckt euch mal die Finn Balor Figur im Vergleich, also was die Schultern angeht, im Vergleich zu den kranken Schultern von Rhino an. Was haben die sich denn dabei gedacht? Also selbst wenn ich die Arme jetzt hier zusammendrücke, dann sieht zwar wieder einigermaßen okay aus, aber trotzdem sind die Schultern meiner Meinung nach ein bisschen dolle übertrieben. Aber naja, ist okay, kann man machen, ist Rhino Figur mäßig in Ordnung. Aber ich glaube, man hätte da ruhig noch ein bisschen mehr machen können. Natürlich, gerade für mich als Titelsammler ist das natürlich klar, dass ich euch auch den Championship dazu zeige. Wir haben hier also das erste Mal den blauen Strap mit den silbernen Platten, also den SmackDown Tag Team Titel. Ziemlich cool gemacht, kann ich also nicht meckern. Das ist alles sehr, sehr schön, sehr hochwertig für die Figuren auf jeden Fall und auch extrem detailliert. Da sind alle Zeichen, alles genauso wie bei dem Original-Vorbild, also von daher kann man schon mal nicht meckern. Jetzt natürlich nur die Frage, wo ich den zweiten Gürtel davon herkriege. Auf jeden Fall kann ich einer meiner Uso-Figuren schon mal den selbstgebastelten Papiergürtel wegnehmen und eben den anständigen Titel geben. Naja, warum nicht? Nun aber trotz allem noch meine Meinung zu Rhino als Wrestler.
Hierzu muss man schon mal ein bisschen unterscheiden, wie wird er im Moment eingesetzt und wie wurde er damals eingesetzt. Es gab ja eigentlich einige Runs von Rhino. Zum Beispiel ist er einer der ECW Originals. Er ist sogar der letzte ECW-Champion gewesen. Hatte den ECW-Television-Titel und den Heavyweight-Titel zusammengeführt, bis dann ECW das erste Mal pleite ging. Also dieses Remake ECW von der WWE, das zählt einfach nicht. Und so wie es in Wikipedia steht, hat er sogar noch die Original ECW Championships. Das ist ziemlich cool. Und damals war er auch extrem krass. Ich kenne ja noch die Zeit, als er in den 2000er Jahrgängen auch gut mitmischen konnte. War auch in einem Tag Team mit zum Beispiel Chris Benoit, was halt auch eine ziemlich coole Kombo ist, wenn halt zwei so starke Wrestler miteinander zusammenarbeiten können. Und der Gore ist einfach so krass over. Jetzt natürlich die Frage, was man mittlerweile mit ihm macht. Denn Rhino, viele wissen das gar nicht, ist im Moment bei Raw. Und der steht fest im Roster. Der ist jedes Mal Backstage. Und er rennt mit Heath Slater durch die Gegend. Das war lustig. Da ist er SmackDown Tag Team Champion geworden. Aber jetzt bei Raw? Tja, irgendwie sieht man ihn kaum. Es wird irgendwie nichts richtig rausgerissen. Und ob es so viel Sinn macht, ihn weiterhin an Heath Slaters Seite zu stellen, das weiß ich auch nicht so richtig. Auf jeden Fall hätte er das Potenzial, nochmal einen ordentlichen Run zu ziehen. Vielleicht nicht unbedingt Universal Champion, weil da haben wir ziemlich krass gute Leute im Moment im Angebot. Aber auf jeden Fall den Intercontinental Titel könnte man auf jeden Fall holen. Oder sich noch mit einem anderen Bullen zusammentun und sich dann nochmal die Raw Tag den Titel holen. Auch sowas würde gehen. Mit Heath ist es halt einfach eher die Comedy-Schiene. Das kann man mögen oder auch nicht. Aber ich glaube, mit ihm könnte man eigentlich nochmal was Ordentliches bauen. Ich hoffe da auch ein bisschen drauf. Mal schauen, was da in Zukunft noch kommt. Wäre halt auch wieder schade drum, wenn man ihn einfach nur fallen lässt. Und dann passiert halt nichts mehr mit ihm, bis er dann irgendwann wieder die Entlassung kriegt. Macht halt auch keinen Sinn. Das ist auf jeden Fall meine Meinung zu Rhino. Und auch meine Meinung zu der Figur. Du kannst mir gerne mal deine Meinung zu Rhino in die Kommentare schreiben. Und dann bin ich gespannt, was du von ihm hältst. Hast du seine alte ECW-Zeit mitverfolgt? Schreib es alles mal unten rein und check da auch gerne noch alle Links in der Videobeschreibung noch ab. Und ansonsten war es das erstmal mit dem Video. Denk dran, wo du die Figuren kaufen kannst, ist euer Weg natürlich auch die Videobeschreibung. Ansonsten Daumen nach oben geben, abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast. Und dann war es das erstmal mit dem Video für heute. Ich wünsche euch noch was, macht nicht mehr so doll, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.